willkommen zurück zu Clicker Heroes. Und ich muss sagen, ich habe mich auch über gestern hinweg ziemlich schnell erholt wieder von dem ganzen Shit, den ich da hatte. Jetzt ist bloß noch, ich habe Hunger. Das ist alles. Ich habe ja nur gestern wenig gegessen. Klar, auf den Abend gab es dann die Burger zur Party, sag ich mal. Die habe ich dann tatsächlich schon essen können wieder. Und da ging ja dann auch schon wieder alles, ja. Da war schon wieder besser. Und deswegen kommt ab heute auch wieder die ganze Videoreihe und so. Ob ich heute die anderen beiden mache, bin ich noch nicht ganz sicher. Aber ich denke schon, warum eigentlich nicht? So, als allererstes, wir sind gerade bei 62 Billionen. Und wir haben mittlerweile Ebene 3247 erreicht. Ich habe gestern, glaube ich, einmal kurz einen Aufstieg gemacht und da bin ich bei 3300 gewesen. Ne? Und wie wir sehen, kommen wir auch noch relativ weit bis dahin. Und, abgesehen davon, dass ein Typ abgekratzt ist, habe ich hier drei Goldquests, die wir noch reinstopfen können. Und eine 96-prozentige Quest. Guckt euch das an. Ich habe 67 Billionen, wenn du einen Aufstieg machst. Ja? Und, ja, was soll ich sagen? Ich gebe die ab, sobald wir nicht mehr weiter können. Das wird bei hoffentlich 3400 sein. Denn das ist jetzt das Ziel, denn ich gebe jetzt die hier ab. Skille unseren Freund hier, dann ruffelt der erstmal noch ein bisschen. Dann holen wir uns erstmal einen neuen Mercenary. Weil so ein bisschen, ist das blöd, wenn der weg ist. Ich weiß gar nicht, wer da gestorben ist. Der war mir, glaube ich, auch entweder zu teuer oder einfach, war es nicht wert genug, keine Ahnung. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Das war irgendwie vorgestern oder gestern oder so. Das weiß ich leider nicht. Genau, dann können wir hier nochmal gucken. Dann haben wir hier nämlich 3300. Also werden wir heute noch unseren Rekord schaffen. Das wird geil, denn ich habe heute einmal auf den Boss gehauen. Wieso nicht? Oh, die überholen mich. Was soll das denn? Die überholen mich. Ist egal, ich krieg das hin. So. Hier. Und hab 130 T gemacht. Wow. Mit einmal draufhauen. Das heißt, der Boss, der wird dann richtig schnell fallen. Das ist kein Thema also mehr. Der wird weggeruppt und dann ist gut. Weggeruppt. Wir stellen jetzt gleich erstmal einen neuen Rekord auf. Er wird auch langsam Zeit, dass auch mal höher kommen hier mit dem Ganzen. Schauen wir mal, was haben wir denn hier zu skillen? Also, ich könnte theoretisch gesehen, das werde ich auch machen, ihm 10k Level geben. Ja. Pam. So, dann haben wir, die sind ja mittlerweile schon bei 100.000, wenn ich das so mache. Das müsste auch gehen. So, theoretisch gesehen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich werde dann gucken, wie viel wir rauskriegen, weil wir sind jetzt schon bei 66 Millionen. Kriegen ja dann noch den 90-prozentigen oder fast 100-prozentigen Anteil von dem Aufstieg, von dem kostenlosen Aufstieg. Also, ne, von dem schnellen Aufstieg. Und dann gucken wir einfach mal. Weil das wird ja dadurch, dass wir das Maximum erhöhen, noch um einiges steigen. Und ich werde vorher auch Solomon skillen, bevor ich das mache. Ne? Also, das wird schon. Tut schon richtig geil. Ich habe ja auch noch von gestern was zum Abgeben. Und dann nachher noch von heute. Also das wird echt krass, was wir hier kriegen gleich. Das wird richtig heftig. So, dann gehen wir mal 49 der hier also. Dann holen wir uns 15-minütige Kacke. Minutige. Oh, ich hoffe, wir schaffen den Rekord damit, Mann. Das wäre echt geil. Wenigstens 5 Ebenen oben drauf. Das hätte schon was. Ich weiß auch gar nicht, was wir jetzt eigentlich kriegen. Ich weiß nur, dass wir jetzt, wenn wir das alles kaufen, die nächste Seele kriegen. Das weiß ich. Das steht nämlich schon fest. Jap, 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 jap. Ich wünschte... Ach nee, ich kann das ja gar nicht so rum machen. Ich muss ja dann warten, wenn ich jetzt die Mercenaries abgebe. Das kriegst du erst bei dem nächsten Aufstieg. Ne, dann müsste ich Aufstieg machen, sobald ich ihn skillen kann. Na gut, geht auch, ja. Eigentlich spart auch Zeit in dem Sinne. Also das heißt, spart Zeit, das ist halt nicht teurer. Das ist, ja, ihr wisst schon, wie ich es meine. Mann, oh, ich weiß nicht, was ich heute laber. Ich bin hungrig. Übelst hungrig. Er gibt nachher leckeren Gulasch, würde ich sagen. Muss doch eine Stunde warten in etwa.
Ja, ich habe mich mal wegen ihm hier belesen, wegen Beppi. Ne, die Sache ist ja, dass er X Prozent auf Betty gibt. Es ist technisch gesehen möglich, dass wenn du mit ihm hier 1500 erreichst, dann Betty skillen kannst, weil sie dann ein Stückchen besser ist als alle anderen. Technisch gesehen möglich. Dann skillst du den halt bis 3000 und skillst dann Midas. Da ist nämlich hier Midas das gleiche Update drinne, bloß eine 1 davor statt einer 5 und 2 Nullen hinten dran. Ich kann euch nicht genau sagen, was für eine Zahl das ist mir zu lang, ist mir auch zu blöd. So halt, ne? Und im Endeffekt, da haben sich viel drüber unterhalten, bei Reddit ist das, glaube ich. Die sind sich halt im Grunde auch nicht einig. Weil die meisten skillen einfach nur als Treyer im Normalfall. Was ich eigentlich gar nicht verstehe, warum. Ist der so angepasst, der Char, oder was? So, so. 15 Minuten, das könnte man vielleicht sogar noch mit reinkriegen hier. Zur Not. Und der Rekord steht fest. Den kriegen wir jetzt damit. Ja! Gar nicht behindert oder so, ne? Ja! 71, das hält sich mit dem, was ich so kriege, gerade ziemlich gleich. Das war mal ganz anders, da hast du gerade so eine Million oder so gekriegt. Das war irgendwie... Bäh. Weiß auch nicht. Das ist jetzt ziemlich cool. Ziemlich... Litsch. So, was brauchten wir nochmal? Die brauchten 77, ne? Ey, falsche Taste, 77. Ich hoffe, wir kriegen die 77 zusammen. Ah, viel ist es ja nicht mehr, was wir brauchen bis dahin. Dann in 15 Minuten noch die Quest dazu. Ja. Wir haben unseren Rekord. Wir haben unseren Rekord. Wir haben den Rekord. Moment. Noch nicht. Na, wir waren bei 45. What the fuck? Warum waren wir bei 45? Oh, wir haben gleich die 2 Billionen erreicht. Oh, gibt es denn sowas? Aber ich schaffe mal trotzdem. Wir machen neue Rekorde. Das ist ja super genial. Ich habe Fusseln an der Hand. Yay, schön. Das war gestern kacke. Ziemlich warm gewesen, so ein bisschen. Ja, dann habe ich meine, warum immer meine Hände an der Hose gehabt, so ein bisschen. Und dann wollten wir Tequila trinken, natürlich hier mit Salz und so weiter. Dann hatte ich die Pfoten voll mit Puzzeln, Mann. Lecker. Sehr schön. Ja. Ja, neuer Rekord. Wir machen neue Rekorde. Wir sind bei 77, das heißt, wir haben fast genug. Wir brauchen noch einen Primal Boss irgendwo her. Komm schon. Ja, da ist der Primal Boss. Und der hat die maximale Menge dabei. Fast. Fast. 9 Millionen fehlen noch. Aber der nächste Boss hätte es dann. Oder hat es dann. Also, pff, egal. Wir haben einen neuen Rekord. Das heißt, ich muss dann jetzt aber auch relativ viel Gold und so ein Kram skillen. Relativ viel. Uiuiui. Das mit 16 Billionen pro Skill, pro 100.000 Skills. Weil 10.000 lohnt sich eigentlich schon gar nicht mehr. Ich müsste halt gucken, was überbleibt. Ist ja ganz klar, man muss sich dem immer anpassen. So. Schauen wir mal. 11 Minuten 55. Was machen wir denn jetzt in 11 Minuten 55? Ich habe echt keine Ahnung. Können wir mal ein paar Päckchen auspacken? Oh, tolle Helden dabei. Helden. Hä, kann der mehr? Ach so, 2120. Ach so. Theoretisch, wenn ich jetzt Klicktypen hätte, könnte ich auch noch klicken. Ich überlege gerade, ob das eine Option wäre.
Ne, wär's nicht. Um Scheiße, nein! Ist egal, wir klicken jetzt. Mal gucken, ob ich damit noch den DP. Warte mal, wenn ich jetzt dabei bin gerade. Wo ist denn Fraggy? Fraggy, wo bist du? Fraggy. Anagon, hier, Fragsworth. Fragsworth, dann haben wir doch irgendwo ist doch noch hier so ein Juggernaut, wollte ich eigentlich. Das sind jetzt bloß ein paar Seelen, die halt über waren, das ist ja nicht weiter schlimm. Praktisch gesehen könnte ich damit jetzt die DPS nochmal ein bisschen drehen. Ich glaub's zwar nicht, um ehrlich zu sein, aber. Aber dann könnte ich doch theoretisch. Boah, 8000 Level, Halleluja. Unwahrscheinlich, hä? Jetzt habe ich es eh versaut. Jetzt habe ich es eh versaut, hey, Hörsehaut. Aber den brauchen wir ja nicht. Machen wir jetzt einfach mal hier, ist kein Problem. Wie gesagt, nächstes Mal überlege ich mir, ob ich nicht vielleicht komplett auf puren Klickschaden gehen sollte. Das wäre doch mal was. Ach, Blödsinn. Naja, der Schaden steigt, ne? Ist jetzt nicht wenig. Es ist natürlich jetzt nicht super geil, aber es würde gehen. Eigentlich ist das völlig sinnlos, was ich hier gerade mache. Wo ist eigentlich unser Freund? Da, Baal. Man 40% mehr Crit-Schaden. Komm, wir ziehen durch. Ich troll halt einfach nur mal ein bisschen rum mit dem Ganzen. Es wäre natürlich sinnvoller, jetzt einfach zu warten, bis wir wieder idle sind, aber was soll's, ein bisschen rumtrollen, mein Gott. Im Endeffekt warten wir eh bloß noch auf das extra Geld. Ich meine, die DPS halt steigt ja weiter an, ja. Es wird immer mehr. Wie gesagt, das wäre echt mal eine schöne Sache, das mal nur mit Klickschaden zu probieren. Das Problem ist, dass du dann halt viel mehr skillen musst als vorher. Du skillst zwar die Eidler nicht, die beiden, aber alles andere wählst du ja trotzdem. Ne? Das ist es halt. Weil wenn wir uns jetzt mal hier die Ancients angucken, du brauchst ja trotzdem den, du musst ja dann die Skilltypen dazu skillen, ne? Das alles behältste. Der kommt dazu, die alle kommen hier dazu. Ich meine, es ist nicht zwingend nötig, dass du die Skills immer benutzt. Es ist eine andere Sache. Aber die brauchst du halt. Du brauchst, also den nicht. Den hier brauchst du. Den Morg braucht man. Ach ja, übrigens habe ich gelesen, man kann mit V Morg und so verteilen. Natürlich. Die Sache ist aber, ich weiß ja nicht, wie viel Level. Wenn ich jetzt einfach mal 100 Millionen Seelen habe, bin ich doch nicht 100% sicher, wie viel ich brauche. Deswegen skill ich einfach so viel, wie ich reinquetschen kann. Wisst ihr? Dann brauchst du den, du brauchst den, du brauchst den da unten. Was zur Hölle machst du nochmal? Achso, Skill Cooldown Reduction. Aber das sind dann auch Typen, die man halt immer nachskillen kann, wenn man zum Beispiel Sachen übrig hat oder einfach viele Seelen hat. Klar, mit der richtigen Combo kannst du das auch hinkriegen hier. Oh Mann, das geht mir auf den Sack. Ich könnte jetzt tatsächlich die letzten 7 Minuten so weitermachen und gucken, wie viel DPS wir bis dahin haben. Klingelingeling.
Das ist halt ein bisschen schade, du bekommst halt dementsprechend nicht so viel Kohle, wenn du nicht idelst, weil du ja einmal Kohle weniger bekommst. Massivst weniger. So. Gucken wir mal. Immer noch 0,6. Die 60%, sag ich mal, sind schon eine ziemlich hohe, also 50%, weil das ist ja 25 Standard, 25 obendrauf. Die sind schon ziemlich hoch. Oder 25, dann nochmal 25 Chance, falls das nicht, ne, weiß man ja nicht, wie die berechnet wird. Ist schon ziemlich hoch. Ich habe jetzt andauernd irgendwie nur Primal Bosse gehabt. Also, das geht schon. Muss ich ja mal dazu sagen. Ciao, Ciao, Ancient of Agitation. Agitation. Clickstorm Duration. Shitstorm Duration. Der Shitstorm hält schön lange an. Dora. Die Namen. Ja, Dora Ancient of Discovery. Wer von euch kennt Dora the Explorer? Naja. Ja, Ancient of Battery Life, wenn man sich die mal so anguckt, ne? Ist schon ziemlich lustig. Weil Energon ist die Energie, die die Autobots antreibt. Der Name ist einfach geil. Kumawakamaru. Orochimaru. Ja, Mammon. Anderen Begriff für Geld. Ziemlich geil. Morghulis auch schon direkt, was hat er direkt was mit Tod zu tun? Nee. Und mir ist ein bisschen duselig, weil ich Hunger habe. Oh. Hunger. So. Noch um ihr trollt, hier noch um ihr trollt. Members, ich bleibe der Höchste in 20 Ebenen. Oh Mann. Husten bildet sich jetzt ganz schön. Das ist natürlich nicht schön, ne? Ekliger Shit ist das. Gucken wir mal, den schaffen wir, glaube ich, noch in der Zeit. Und dann müssen wir das Gold nachlegen. Das wir ja gleich haben. 3 Minuten. Pff, mein Gott, das können wir auch noch warten. Wir haben jetzt 15 Minuten rumgetrollt hier so ganz doll so. Und naja. Pum, 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 pum. Ich überlege echt, ob ich das mal versuche. Mit dem Klicken. Das ist echt mal eine coole Idee. Das läuft ja, das ist ja auch wie Idlen, wenn man ein Makro hat, ne? Ein richtiges. Also, whatever. Ja, klump. Neuer Rekord. Hier hat sich auch nichts getan. Es gibt, ich habe nur so Crap-Ding. Also die sind schon nicht schlecht an sich, aber ja, 1% ist jetzt nicht so schlimm. Das kann man einfach so mitnehmen. 84. 84. Wir kommen jetzt das erste Mal dann über 100. Im Grunde. Wie gesagt, ich werde vorher den Solomon skillen, damit sich der Wert hier vervielfältigt. Und dann werde ich die jetzt abgeben und einsammeln. Und dann skill ich die Typen. Ey, Typen. Jetzt skill ich die Typen. Kann ich zum Ende wieder so machen wie beim letzten Mal, dass ich dann sage, wenn man dann nicht mehr so weit eilen kann, so wie jetzt, dass ich dann wieder anfange zu klicken. Als ich noch ein paar Seelen mit rauszögern kann, denn wenn ich dann wieder bei 10 bin von den Großen, dann kann ich auch sagen, ich starte nochmal neu durch oder so, ne? Das müsste man dann gucken. Ich meine, ich habe die 5 jetzt relativ schnell gekriegt. Ich hätte jetzt auch schon 6 Stück bestimmt. Hätte ich gestern und vorgestern mehr Zeit gehabt und weniger krank. Dann wäre das ja gegangen. Minute noch. Pam, 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 pam. Meine Klick-Kombo, nein.
Ach, die gute alte Begeisterung vom ersten Mal spielen, die ist wieder da. Ich meine, es macht halt Spaß, wenn man immer mehr Rekorde aufstellt oder immer weiterkommt einfach, ja, so wie jetzt zum Beispiel. Ich werde das jetzt so weit ausreizen, wie es möglich ist. Das heißt, die Folge wird ein bisschen länger, wenn wir jetzt schon bei 20 Minuten sind. Ja, ein wenig. Ich muss auch noch bei der letzten Folge die ganzen Markierungen setzen, die für Facebook und die ganzen Shit alles. Das war das, was eh keinen interessiert im Normalfall. Hab schon überlegt, ob ich das nicht rausnehme und einfach nur sage, hey, da hast du den und den Button. Ich weiß nicht. Bräuchte ja theoretisch bloß einen schwarzen Balken drüberlegen über diese anderen vorgefertigten Knöpfe. So, 2 Stunden. Ne, diesmal machen wir was anderes. Gib ihm. Oh, ich wollte gerade sagen, what? Wir haben bis ein Level gekriegt, aber gib ihm. 2 Modifier drauf, dann kommen wir jetzt noch bis 70. Geil. Das heißt, nächste Runde komme ich vielleicht bis in dem alten Rekord, so 3, 35, 45, so, ne? Und dann gucken wir einfach mal. Muss ich schauen, das wird alles noch sich noch ein bisschen ziehen und so. Ich habe ja heute sonst nicht mehr viel vor. Ich habe ja nur noch. Ich habe ja einen Tag frei, so, sozusagen. Heute werde ich nirgendwo hingehen oder so, das ist ja. Kein Bock. Nur schnell meinen Schrank reparieren nachher und dann ausmessen für ein Regal. Nur Kleinigkeiten eben, die man halt mal so macht. So, die 70 nehmen wir jetzt noch mit. Ich glaube, wir könnten noch den 75er mitnehmen, aber ich will das jetzt nicht noch länger ziehen. Komm, da ist noch ein Primal, Dankeschön, mit dem maximalen Wert. Yes, I want to. So. Alle auspacken. Ah, scheiße. Sind da bis 2. Ah, scheiße. Falsche Knopf gedrückt. Oh. Professionell. So, dann machen wir schon mal so. Du machst schon mal. In der Zeit skill ich. Warte mal, wir haben jetzt 81. 97. Hat sich definitiv gelohnt. Das heißt, wir geben jetzt den ab. Nehmen gleich nochmal eine neue an. Und warten jetzt bloß noch darauf, dass wir den Ding skillen können. Also, dass wir Amenhotep soweit skillen können, dass wir instant neu durchstarten können. Dann kann ich nämlich skillen. Und zwar müsste ich alle 5 skillen können. 5×16 sollte völlig hinhauen. Wenn nicht, ist halt einer ein bisschen weniger, mein Gott. Ist doch eine geile Methode, oder was? Ups, da habe ich irgendwas aufgedeckt, was nicht gehört, oder? Nee, ist alles okay, alles okay, alles okay, alles okay. Alle Dude, alle Dude. Alle Dude, ne? So. Das dauert jetzt bloß so lange. Gut, ich würde sagen, das war's erstmal für die Folge, weil das zieht sich jetzt ein bisschen. Ich muss auch noch skillen, wieder neu durchstarten und so. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis morgen, auf Wiedersehen. Danke für das Schauen meines Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da, mit dem ihr mir sagen könnt, was euch gefallen hat oder was ihr kacke fandet. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr keine der noch kommenden Folgen verpasst.